Thank you.
So wie sich Aziza Mustafa Sadeh, traumwandlerisch zwischen den musikalischen Welten bewegt, so pendelt sie scheinbar problemlos zwischen Baku und Mainz. Schon bald nach dem Zusammenbruch des Sowjetreiches kam sie an den Rhein. Und hier ist ihr gelungen, was ihrem Vater verwehrt war. Sie konnte eine internationale Karriere aufbauen. Stadt im Umbruch. Es gibt viel Reichtum durch Öl und gleich daneben Armut und Rückständigkeit. Hier hat Aziza Mustafa Sadeh Klavier studiert, bevor sie anfangs der 90er mit ihrer Mutter, einer klassischen Sängerin, in den Westen ging. Aber es zieht sie immer wieder hierher zurück. Das Pendeln zwischen den Welten, was bedeutet das für die Künstlerin? Starke Gefühle, ehrlich. Da sind viele Emotionen im Spiel, weil ich Baku liebe,
Ich liebe meine Heimat und ich liebe Deutschland. Das ist wie, wie kann man Liebe teilen? How to share your love? You just, you know. You're torn? Of course, of course. Es ist eine Qual, aber eine süße Qual.